Westeuropa setzt man beim Hausputz zumeist auf Staubsauger und Wischmopp. Der indische Subkontinent schwört hingegen auf den Grasbesen. Traditionell wird er gebückt oder im Hocken gefegt. Das wichtigste Utensil dabei, ein etwa armlanger, flexibler Besen aus gebundenem Naturgras. Der Absatzmarkt für diese Low-Tech-Putzhilfe ist gigantisch. In Indien gibt es 250 Millionen Haushalte, die jedes Jahr mehr als eine halbe Milliarde Besen kaufen. Doch der Naturgrasbesen hat gravierende Nachteile, insbesondere wenn er gerade neu gekauft wurde. Seine Borsten aus getrocknetem Gras enthalten winzig kleine Samenkapseln, die bei der Benutzung herausbrechen. Die Folge? Zusätzlicher Schmutz statt Sauberkeit. Außerdem nutzen sich die dünnen Halme rasch ab. Nach maximal 3 Monaten muss Ersatz her. Und die Grashalme vertragen keine Nässe. An Auswaschen ist nicht zu denken. Genau hier setzt der No-Dust-Room von Freudenberg Home & Cleaning Solutions an. In Geometrie, Gewicht, Benutzung und Funktion unterscheidet sich der Hightech-Besen kaum von seinem Naturkonkurrenten. Aber das Material seiner Komponenten ist Innovation pur. Mit standardisierten und reproduzierbaren Belastungstests wurden Haltbarkeit und Dauerbeanspruchung geprüft. Die Produktion des No-Dust-Broom ist 100% made in India. Viele tausend Fasern pro Besen werden parallel ausgerichtet und in einem U-Profil thermisch fixiert. Dieser Faserteppich wird spiralförmig um einen flexiblen Kern gewickelt und befestigt. Das Borstenteil wird fest mit dem ergonomisch geformten Kunststoffstiel verbunden. Das Ergebnis? Ein Kehrbesen mit exakt definierter Borstengeometrie, die perfekt auf das in Indien typische Fegen abgestimmt ist. Die langen Borsten des No-Dust-Broom bestehen aus extrudierten Polymerfasern. An ihren Enden sind sie fein aufgespalten, was die Angriffsfläche vergrößert. Die Polymerfasern des No-Dust-Broom stauben nicht, sind äußerst robust und widerstandsfähig. Sie halten 3-mal länger als die Grasborsten und bei starker Verschmutzung lassen sie sich problemlos mit Wasser ausspülen. Ein Team aus Indern, Deutschen und Italienern hat den Besen entwickelt. Die Marketingstrategie kommt aus Indien und adressiert die spezifischen Wünsche der indischen Kunden. Es ist nicht einfach, eine Innovation zur Marktreife zu bringen. Mit dem technologischen Know-how von Freudenberg ist es uns jedoch gelungen, die Natur zu kopieren. Dabei gab es viel zu beachten. Die Reinigungsleistung muss überzeugen. Der Besen muss ausgewogen und flexibel sein. Er muss gut in der Hand liegen. Die gemeinsame Entwicklungsarbeit mit Freudenberg New Technologies hat das möglich gemacht. Und wie es sich zeigt, das Konzept geht auf. Immer mehr indische Haushalte setzen auf die Sauberkeit des No-Dust-Brooms. Thank you.